Haben wir je versucht, Frieden mit den Templern zu schließen? In unserer Geschichte gab es solche Momente. Nein.
Oh, ich glaube, ich habe eine Spur zu einer anderen Energiequelle gefunden. Später, Desmond. Ich stecke hier mitten in was Wichtigem drin. Ja, das ist eine Regel. Befolge diese Regel einfach immer. Viel Glück, Desmond. Dies sind schwierige Zeiten.
Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Feind kenne, kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Connor! Hast du einen Moment? Natürlich. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Cheng Bao oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann suche Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in ein Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Ach, warum nimmst du nicht einen Baum?